So. Da hinten hat sich auch was bewegt. Los, ich geb dir Deckung, Nico. Gib mir mal Deckung. Ich finde dich, du Sack. Ich geh Feuerschutz, beweg dich. Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Da gehört schon mehr dazu. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Es ist vorbei. Daneben, du Blinder. Hm. Da ist noch einer. Treffer. Da hinten steht auch noch einer. Echt? Wieso steht er noch? Was zum steht da wohl auch komm noch, raus ja? aus deinem Rattenloch! Schleich dich von hinten an! Ich bin gerade dabei, ich weiß nur nicht, wo er steht. Er ist freundlich. Ja, da stand er. Oh, guter Schuss. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Alles klar. Ja. Wir kriegen ihn. Geht schon. Bin wieder da. Komm schon, ich wollte weg. Dem seiner da. Lade ich mal nach. Ja, gleich wieder aufgesammelt. Kann ich eigentlich die Schrotflinte nicht aufheben? Ja, was soll's. Ist ja auch nicht so wild. Einen Schritt raus und ich hab dich. Komm schon. Sehr schön. Leck mich, du Arsch! Gib mir Deckung, Blödmann! Das war's also bei denen. Wie kann ich eigentlich die Schrotflinte nicht aufheben? Die Pumpgun aufheben? Hm. Ach, eine M40, okay. So. Komm, lauf mal ein Stück schneller. Hopp. Schau doch noch runter. Jetzt ist er fällig. Normal müsste hier doch irgendwo dann mal ein Magazin rumliegen oder so. Naja. Vielleicht auch nicht. Die sehen alle gut aus. Ja. Scheint so, als wäre es zu Ende. Komischerweise habe ich kein Magazin gefunden. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette für den hier. Rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Kampf. Klingt gut. Und ist dann eine Bar. Ich. Oh. Hm. Ich suche das Magazin. Hab's direkt gefunden. Und, ja, das sollten eigentlich nicht alle Zuschauer sehen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass viele hier noch ein bisschen jünger sind, nehme ich an. Eieiei, obwohl mit dem Titel Playboy gefunden oder so, könnte ich garantiert einige Leute anlocken. Hm, da kommst du nicht rein. So,
haben wir dann hier einen Unterstand? Guck mal da oben hin. Eine Schrotflinte, die haben wir ja schon eingesammelt. Und zwar volle Munition. Na, was haben wir hier? Molotow-Cocktail. Sieht fast so aus, als ob hier oben was sein könnte. So schön versteckt, wie das liegt. Aber anscheinend ist da dann doch nichts. Ah, jetzt noch höher. Aber da komme ich nicht hin. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Da muss ich ja nicht das ganze Gelände absuchen. Eigentlich. Was ist das für eine? Reload. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Munition. Auch nachladen. Gibt's nichts zum Nachladen? Auch nicht. Hier gibt's was zum Nachladen. Hier gibt's auch was zum Nachladen. Ey, was habe ich denn hier wild durch die Gegend durcheinander geschossen? Okay, das war's dann mit Waffen nachladen und so weiter. Ja, ich wusste doch, dass ich noch Munition einsammeln kann. Zumindest ein bisschen Munition. Hier sind welche durchgelaufen. Aber das interessiert ja nicht wirklich. So. Komisch, dass die ganzen Leichen weg sind. Naja. Oh, in die Hütte kann man rein. Das ist bestimmt ziemlich langweilig hier drin. Obwohl. Ach, Wasser. Sehr interessant. Okay, dann habe ich schon mal zwei Magazine gefunden. Wobei ich eins davon übersehen hätte. Nehme ich mal stark an. Gut. Hier dürfte dann allerdings nichts mehr sein. Den sollte ich nicht nehmen. Der ist schon beschädigt. Ja, Reifen sind eh schon platt. Ich sollte einen, den auch nicht. Warte mal. Linke Seite, gell? Könnte der ja noch mal... Genau das. Oh, habe ich mich verletzt? Jetzt platzen die Reifen. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Das ist irgendwie klar. Also man könnte hier irgendwo noch rein, aber das sieht nicht danach aus. Dann knacken wir das Baby mal. Achso, gedrückt halten, klar. Mhm. Dann hauen wir doch mal hier den Tempobegrenzer rein, weil der ist ja nicht ganz so hoch ist hier, wenn ich den zerlege. Obwohl das einer von den langsameren ist, glaube ich sogar. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Eigentlich kann man ja hier mal ein bisschen schneller fahren. Sollte man zwar nicht unbedingt, aber... So. Wo wir hin müssen. Oh. Der Weg ist egal. Meiner ist nur gerade ein Stück gerade. Was mir wahrscheinlich ein bisschen bessere Zeit einbringt. Wenn ich vorsichtig fahre. Ohne Tempobegrenzer fahren, aber da muss ich mich konzentrieren. Ich muss auch nicht aufpassen, zum Beispiel hier bei Ampeln, dass er nicht an der Quer geschossen kommt.